Hallo Leute, willkommen bei der Sims 400 Baby Challenge. Dies ist Teil 437. Ja, vielleicht wundert ihr euch, warum es jetzt schon 11 Uhr ist. Ich habe irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde oder so gespielt, habe eine ganz normale Folge gemacht, dazu gesprochen und alles und habe vergessen aufzunehmen. Man fragt sich manchmal. Nun ja, oh, gib deinem neuen Lied einen Namen. Sommertag nennen wir das mal. Sommertag. Ja, Jenny hat in der Zwischenzeit ein schönes Lied gemacht. Stopp, bleib mal hier. Spiel uns das mal vor. Lied spielen. Geschrieben. Sommertag. Sehr schönes, chilliges, gemütliches Lied. Und sie hat Level 10 der Gitarrenfähigkeit gekriegt, während sie das gemacht hat. Ja, das ist doch nett, gell? Mir gefällt das ausgesprochen gut. Sehr gut. Das war's schon. Das Ende ist ein wenig abrupt, meine Liebe. Aber ansonsten finde ich das Lied sehr gelungen. Wir können ja auch mal gucken, ob sie das Lied zensieren lassen kann. Und die Schulkinder sind in der Schule. Die Barbara ist auf den letzten Drücker mit wenig Spaß hingegangen. Die hat zwar profitiert von dem Schulprojekt, das sie gemacht hat. Und das könnten wir uns ja mal angucken. Ja, so ein Modell des Sonnensystems. Qualität gut. Das ist okay. Aber, naja, weil ihr das halt, das hat sie viel Zeit gekostet und sie hat dann keinen Spaß daran gehabt. Und das ist schon sehr ungünstig. Räum mal hier auf, Jenny. Ich kümmere mich ums Geschirr und dann gucken wir mal um den nach dem Töpfchengang der Kleinkinder. Weil ich denke mal, da müssen wir heute noch einiges an Töpfchengängen zelebrieren. Ja, oder ist jemand sehr dreckig, aber erstmal aufs Töpfchen gehen. Und du auch. Wir wollen doch Geburtstag feiern. Heute. Dann müsst ihr praktisch ununterbrochen aufs Töpfchen gehen. So, die sind noch in der Phase, wo sie einfach machen können, was sie wollen, außer Töpfchen gehen. Ich schicke die einfach auch mal aufs Töpfchen. So. Und wenn die damit fertig sind, soll Jenny die eine Runde baden. Ja, wer hat's alles nötig? Der kleine Mike. Der Mitsu, wie heißt du? Mitsuru hat's auch nötig. Und vor allem, nee, der hat's nicht nötig, aber der hat Aufmerksamkeit nötig. Die Fina hat auch Aufmerksamkeit nötig und ist dreckig. Sie sind praktisch alle dreckig. Außer Luis. Der natürlich, da sitzen die ganzen Geschwister auf dem Töpfchen. Und er pinkelt einfach in die Windel. Ja, magst du dir nicht ein Vorbild nehmen an deinen kleineren Geschwistern? Die gehen schon aufs Töpfchen. So, Jenny. Du musst ganz viele Kinder baden. Wir fangen mal mit der Fina an. Und
Takashi, du kannst in der Zwischenzeit noch mal aufs Töpfchen gehen. Das ist zwar dreckig, aber ich glaube, das ist von dir. Und Jenny, wo steckst du hier? Fina baden. Na, immerhin hat Mitsuru schon Level 2 der Töpfchenfähigkeit erreicht. Und Mike auch. Das ist doch gut. Ja, Jenny, einen Baden nach dem anderen. Beziehungsweise eine und einen nach dem anderen. Ein Mädchen haben wir gerade. Und 4 kleine Jungs, also bei den Kleinkindern. Bei den Schulkindern haben wir ja auch noch ein Mädchen. So, Takashi, setz dich einfach nochmal drauf, während die Jenny beim Baden beschäftigt ist. Das ziehen wir jetzt hier mal ordentlich durch. Gute Noten. Sehr schön. So. Jenny, mach hier mal das Töpfchen sauber. Und, ach, viele Töpfchen kannst du sauber machen. Hier auch. Säubern. Säubern. Und dann... Er ist, glaube ich, auch dreckig, der Mike. Wie? Nein, sie war doch gerade schon. So. Ja, und danach kannst du dann den Takashi baden. Takashi. Und Fina, du kannst jetzt hier noch mehrere Töpfchenrunden machen. Während die großen Kinder, mal gucken, Einserschüler, Einserschülerin, hier Geburtstag feiern können. So. Was hat er für ein Problem? Oh, ein verbogenes Flugzeug in der Schule. So. Ja. Jawohl. Was machen wir denn? Er könnte vielleicht Koch werden, vegetarischer Koch. Dann ist er vielleicht außerdem noch ein Genießer. Jawohl, und hier neue Kerzen draufsetzen. Wie argwöhnisch er guckt. Du kannst gleich mal mit deinen Hausaufgaben anfangen. So. Und du, meine Liebe, kannst auch erstmal Geburtstag feiern. Gucken. Ja, sie ist schon ziemlich hungrig und dreckig vor allem. Das Problem ist nur, dass ich womöglich die Hausaufgaben vergesse. So. Ja, was machen wir denn aus dir? Gibt es da nicht den Raumfahrttechniker, weil sie hat jetzt fleißig gebastelt? Computerfreak, Renaissance-Sim, Nerdhirn. Ich glaube, Nerdhirn ist der Raumfahrttechniker. Und geschickt gibt es, glaube ich, gar nicht. Machen wir sie zur Perfektionistin. Ja, und jetzt neue Geburtstagskerzen drauf. Und stinkst du? Ja. Du kannst jetzt erstmal was essen, weil du hast dir sowieso schon was zu essen dahingestellt. Restaurant nicht funktionsfähig. Aha. Da muss ich mich wohl gleich mal drum kümmern. Du kannst dann duschen. Und dann kannst du Hausaufgaben machen. So. Anscheinend haben meine Mitarbeiter gekündigt oder so. Ja.
Ja, Jenny besitzt ja ein Restaurant, aber das hat nicht gut funktioniert, weil die Kleinkinder da irgendwie überhaupt nicht funktioniert haben. Ja, ich habe extra alles dort so eingerichtet, dass die Kleinkinder sich dort theoretisch auch wohlfühlen können. Aber sie haben einfach nicht funktioniert. Man konnte sie nicht richtig mitnehmen. Und bei einer Tagespflege abgeben darf man ja nicht. Und man konnte sie dann zwar herholen, aber dann, ja, dann haben sie nicht richtig gegessen. Und wenn sie müde waren, haben sie nicht richtig geschlafen. Also es war ein Albtraum. Darum hat das keinen Sinn. Aber ich denke, wir behalten das Restaurant natürlich bis auf Weiteres. Und vielleicht kann Jenny sich das ja vornehmen, wenn sie mal die 100 Babys durch hat. Und man hat das Restaurant aufbauen, das ist zwar weder ein Bestreben noch ein Job und die Fähigkeiten hat sie sowieso schon. Aber man könnte das ja trotzdem mal durchspielen. So. Also, Mike, was hast du für ein Problem? Immer noch dreckig. Jenny, der Mike, will auch gebadet werden. Hier erstmal dieses Töpfchen säubern und dann Mike baden. Ah, das tut sie schon. Das ist gut. Sehr gut. Und was hat sie für ein Problem? Ein weinendes Kleinkind. Ja, das ist immer schwierig. So. Und jetzt muss ich mich darum kümmern, dass die Kleinkinder ihren Level noch schaffen. Sonst wird das nichts mit der Schule morgen. So. Es wird sowieso ein knappes Rennen. Also der Takashi schafft es auf alle Fälle. Und die Fina, die schafft es auch. Aber vielleicht muss sie noch zweimal. Und sie sind beide schon müde. Also viel Zeit für Hausaufgaben haben wir nicht mehr. Vielleicht schicke ich die dann gleich ins Bett und dann sollen sie die Hausaufgaben morgen früh machen. So, Jenny, du könntest der Fina noch mal beim Töpfchengang helfen. Ja, Jenny, mach das mal, damit wir mit der noch Geburtstag feiern können. Und der kleine Mitsuru, den schick ich mal ins Bett. Geh mal schlafen. Und der Mike ist auch müde. Dann gehst du auch schlafen. Der Luis schläft schon. Der bräuchte auch ein Bad. Das machen wir dann morgen. Und der Takashi, hast du es jetzt geschafft? Ja. Dann Jenny, feier hier mal mit dem Takashi Geburtstag. So, und die Fina, die muss noch mal gehen. Aber das geht jetzt schnell. Sehr gut, sehr gut. Level 3. So, dann gucken wir hier mal nach dem Geburtstag feiern. Ja, sehr schön. So machen wir es uns mal einfach mit der Kreativität und machen wir ihn selbstsicher. Jenny, neue Kerzen bitte. Jips, jips, jips. Und dann, ja, so, Fina, genau. Sie hat, glaube ich, eben Fina gesagt, obwohl die ja Simlisch sprechen. Es klang vielleicht nur so. So. Ja, Jenny,
Das ist gut, dein Kind hat Geburtstag. Okay, machen wir auch kreativ. Und sie könnte vielleicht ein Insider sein. Das machen wir bisher nur sehr selten. Geburtstagskerzen. So. Fina ist sehr müde. Ja, dann geht ihr mal beide ins Bett und macht die Hausaufgaben morgen. So. Das wird schon ein knappes Rennen. Okay. Du könntest dich einfach mal hier hinlegen. So. Schlafen. Aber es ist jetzt erst 20 Uhr. Da sind die dann morgen früh schon gut ausgeschlafen. Mach Sport, wenn du Aggressionen hast. Und ah ja, genau, er. Takashi hat sich, glaube ich, in das Bett von Barbara gelegt, oder? Ist das... Ah, das ist dein Bett. Gut. Ja, die soll jetzt erstmal Spaß kriegen. Das ist wichtig. Und der Markus... Hausaufgaben haben sie ja beide gemacht. Ja, die kommen schon klar, denke ich. So, Zusatzhausaufgaben wären zwar auch nicht schlecht. Eieiei, so viele Geschenke sind wieder gekommen. Jetzt gucke ich hier nochmal, ob die Level 2 hat er. Sehr gut. Und sie auch. Sie müssen also morgen früh nur Hausaufgaben machen und dann ist die Welt in Ordnung. Dann können sie auch diese Woche noch ihre Schullaufbahn vollenden. Das wäre doch klasse, dann hätten wir in dieser Schulwoche zwei Gruppenkinder durch, also zwei Zwillingspärchen. Das wäre schon sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir haben viel geschafft in dieser Folge. Jo, und darum wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.